Servus und grüß euch bei der Folge 83 zu Two Point Hospital hier bei meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und es geht weiter hier. Jetzt müssen wir natürlich mal endlich gucken, ob wir es mal schaffen, in der Folge vielleicht, dass er mal uns das, die Schocktherapie fertig erforscht wird. Dann können wir nämlich auch auf die oder das DNS-Labor erforschen. Dann haben wir endlich einmal die nötigen Sachen. Kannst du gleich mal upgraden, auch. Auf geht's. Repariert ja eh schon dran und alles. Das soll's upgraden, dann auch gleich das Ding und fertig. Das andere wäre aber frei und alles. Also ran an den Speck, hätte ich beinahe gesagt. Hilft sich jetzt nichts. Das wäre jetzt zwar natürlich wieder. Ich befürchte, dass wir damit wieder ein paar Geister heraufbeschwören werden. Apropos Geister heraufbeschwören, ich würde da vorhin mal schauen, ob wir einen Hausmeister haben können, der auch. Ach, Geist. Entschuldigung, jetzt hat die ganze Zeit die Nase gekitzelt. Einen der Geistjäger kann. Jetzt müssen wir mal schauen, aber da glaube ich, brauchst du uns einen Externer, der uns das lehren könnte. Hm. Werden wir mal schauen, ob es die Möglichkeit gibt, dort eine entsprechende Weiterbildung zu starten. Das wird jetzt damit nicht helfen. Geisterjäger, verfügbare Ausbilder. Oh, doch. Haben wir intern jemanden, der das kann. Und dann werden wir mal zwei unsere Hausmeister da gleich mal weiterbilden. So, ab. Kostet zwar wieder ein bisschen Geld, aber das hilft sie nicht. Patienten nach Hause schicken, weil wir Schocktherapie noch nicht haben. Ich frage mich natürlich, ob wir die dann einfach da einbauen können. Ich hoffe doch, dass wir den Platz dann dafür haben. DNS-Labor und Schocktherapie. Dann werden wir dann noch ein bisschen abwarten müssen. Was wir dann für Gebäude dazu kaufen müssen, mal schauen. Im Moment kämen einigermaßen gut aus damit. Ich würde aber dann sagen, dass wir das Gebäude hier kaufen. Es ist zwar hübsch verschachtelt, aber es hätte einen Haufen Eingänge auch. Was liegt denn Abfall rundum? Ist doch alles gut oder so? Du meinst über den Ding schon Schnitzelgewinke. So, das hilft jetzt genauso wenig ab. Das muss dringend repariert werden, weil es gibt nur Ärger. Recently I've been thinking about other forms of life, even more than usual. So today we're talking about all things far out. Mir schwant auch schon Böses. Alien will intercept the frequency and call on in. Der Mechanikon. Haben jetzt wahrscheinlich alle wieder beim. So. Die zwei mit DNS-Lab-Armleuchter machen wir. Die können wir alle nach Hause schicken, weil wir es noch nicht haben. Es heißt immer noch nicht. Immer noch mal auf die Zahlen gucken, dass das Ganze nicht zu negativ wieder wird, weil sonst. Oh, da werden jetzt wieder ein Haufen Geräte kaputt geworden mit seismischen Aktivitäten. Ah, da ist jetzt der zweite. Man denkt, wir haben doch zwei, die Geisterjäger machen. Aber da sitzt der andere Kollege sozusagen. Der braucht noch ein bisschen. Das hat sich Auswirkungen gehabt, das Gerät wahrscheinlich mehr kaputt gingen oder so. Würde ich mal tippen drauf.
So, dann müssen wir die Apotheke vielleicht umlegen, dann kann man da nochmal. Wahnsinn, was wir mit für einen Ansturm haben. Das wird wahrscheinlich eh nicht anders ausgehen, als dass wir das Ganze hier einmal hochnehmen. Wie geht jetzt das wieder? Ja, ich möchte sie nicht. Ich möchte das Ganze bearbeiten. Ich möchte die ganze Ding hochheben und hier einmal verlagern, bitte. Das geht so rundum nicht, aber so wahrscheinlich. Nein, auch nicht. Können wir die Tür da eine verlegen? Ob das funktionieren würde, ja, das würde funktionieren. Dann verlagern wir das einmal noch da drüben und dann kopieren wir uns das Zimmerchen da auch nochmal. Weil wir haben so viele, die hier warten. Die muss weg und die Tür muss noch dort. Ja, funktioniert. Schocktherapie mal freigeschaltet. Na, schon her. Moment, jetzt machen wir gleich Pause. Patient, na, Mist. Pause. Moment. Jetzt ändern wir nämlich gleich mal das Ganze. Und machen wir da ein DNS-Labor. Und dann schauen wir, was wir jetzt für die Schocktherapie brauchen. Wo haben wir denn das neue Zimmerchen? Die Schocktherapie braucht auch natürlich wieder 4x4. Bringen wir also da nicht hin. Wie schaut das in einem etwas weiteren... Das ist das, der Platz ist hier zu klein. Ja, das kannst du vergessen, Kinder. 4x4 bringen wir da nicht hin. Das heißt, wir werden das Ganze jetzt dann in... Na, kauft man diesen Gebäudetrakt jetzt da als nächstes. Das kann gleich mal weg. Das kann auch gleich mal weg. Das kann auch gleich mal weg. Dann können die jetzt da gleich mal frisch ans Werk gehen und da mal den großen Besen durchschwingen, deine Messung. Und wenn wir so viele Schocktherapie-Patienten haben, glaube ich, wird es irgendwann dann über kurz oder lang sowieso nicht anders werden, dass wir das gleiche dann nochmal klonen, sozusagen. Aber das bringen wir ja dann nochmal da unten hin, das Ganze. So, jetzt schauen wir mal. Entlader, da bin ich jetzt mal gespannt, was da auf uns zukommt. So, Mülltonne natürlich. Ein Feuerlöscher selbstverständlich auch. Und einen großen Heizkörper werden wir euch einmal spendieren. Dann kann das Ganze mal gebaut werden. Kann natürlich dann auch mit Objekten und Banklines versehen werden. Was benötigt denn dieses Zimmerchen? Einen Arzt natürlich auch wieder. Den werden wir natürlich auch gleich einstellen müssen. Dann brauchen wir einen Entladerarzt wahrscheinlich. Aber da gibt es jetzt nichts Besonderes. Schauen wir mal, was ist mit dir? Potenzial arbeitet für eine leidet an lebensgefährlicher Unentschlossenheit. Tja. Finde Comic schlecht? Nein, den nehmen wir nicht. Ohne die Comic schlecht finde das. Das ist ein sogenanntes No-Go. So. Schocktherapie. Die Schocktherapie haben wir entwickelt. Das schaut also wieder mehr wie gefährlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da bin ich einmal gespannt. Das wird garantiert wieder lustig. Das sollte ja wieder mehr wie lustig werden, wenn da einer entschockt wird oder sowas. Da müssen wir uns natürlich warten, was da passiert. Und wie gesagt, da werden wir einen zweiten Entlader mit Sicherheit auch gleich brauchen. Da kann man dann vielleicht nochmal einen Pausenraum oder zumindest eine Toilette oder was da einbauen. Aber es ist die eine Toilette eh nicht wortsmäßig überfüllt, kann man sagen. Gut, Geistjäger, der für ein Zeitproblem ist, da haben wir ja zwar die das Ganze können. Was ist jetzt so die zweite Straße oder wo die zweite Dinge, wo unsere Patienten kommen? Das ist von da oben, ist der Zaun zugesperrt, also wenn er kann, sechstens da rein. Na, geht auch nicht. Gibt es da noch eine zweite Eingangsmöglichkeit, sage ich mal, wo Patienten kommen könnten? Aber jetzt schaut es ja nur noch der Hauptstraße da oben aus. Da oben einer. Noch 31.000 Profit.
So, mal schauen, was wir vielleicht noch eine zweite Aufnahmestation machen, also Annahmestation machen können. Kommt jetzt da schon, ne? Warte, Schlange 0. Maintenance Announcement. Bins will become full. Da bin ich mal gespannt jetzt. 4 von 5 Patienten gehalten, na schon her. Wie schaut's da aus? DNS-Labor. Ja, eins nach dem anderen. Ich möchte jetzt da warten, was da passiert. Das ist komisch, gell? Die ganze Zeit schreien sie nach Schocktherapien. Kaum hast du mal was da. Oh. Oh, oh, oh. Oh, das schaut ja aus wie also aus Metropolis oder sowas. Communication is on the alien side of the court, that our eyes and ears are open. But what if, with our telescopes and radios, we've been looking in all the wrong places? We might have unopened voices. Ja, der erste Patient im Entlader geheilt. Gesichtsfrakturstation haben wir ja. Her damit. Ha! Fange 5 Monobiester. Monobiester waren das, genau, das ist mir letztes Mal nicht eingefallen. Aber ich weiß nicht, ob ich so viel Monobiester auch sehe. Das ist ja cool. Jetzt haben wir mal den ersten Patienten entladen. Jetzt können mehr geladene Patienten kommen. Die können wir dann alle voll entladen. Was ist denn da wieder los? Und da haben wir Krankenpfleger mit. Ja, was haben wir denn da? Einer mit dir. 87%, dann darf er behandelt werden. Kann man noch Weiterbildung machen, wenn es ist, oder mal Toiletten oder sowas, ja. Du kannst nur 100.000 Mal fragen wegen dem DNS-Labor. Wir werden es noch nicht haben. Die Forschungsabteilung ist so eh mit Nachdruck dran oder sowas. Ja, und da ist schon bei 3/4 haben wir doch schon erledigt. Da die Messung. Weil 750 von 1000 sind 3/4. Wenn ich mich nicht ganz in Kopf rechnen verletzt habe. Medikamentenmixer möchtest du auch noch abgedatet haben. Welchen denn? Den da, der wird eh nicht benutzt, gell? Ein Dreier draus, wie sie meinen. Ab und zu können sie immer so kleine Sachen leisten. Ne? Auf Easy Scan 2 upgraden, das ist schon ein 2er, das ist ein 3er sogar schon. Ja, dann schaut es nicht, wenn wir den einmal updaten. Das kostet uns zwar jetzt wieder ein paar Ökis. Das wäre natürlich auch wieder was, gell? Verfügbare Kurse. Was kann man denn machen? Ausdauertraining. Da natürlich auch nicht schon, gell? Patientenbetreuung müssen jetzt mal, Motivation müssen wir mal, Weiterbildungslehrung allgemein. Weil da sind so viele Sachen, was die alles machen müssen. Nee. Jetzt machen wir mal Ausdauertraining. Na? Das ist natürlich auch wieder das Problem. Eine damit. Das kostet uns zwar einen Haufen Geld und werden uns einen Haufen Leute abziehen. Aber das hilft jetzt mal nichts. Müssen wir jetzt auch wieder nebenbei viel Weiterbildung machen. Das werden wir jetzt einmal unbedingt auf. Nurse to the fracture ward. Mal zusätzliche eine da. Der muss unbedingt repariert werden. Ich verstehe nicht, dass sie es nicht ein bisschen besser verteilen und auch das ganze Zeug. So, jetzt gehen natürlich wieder Doktoren ab und alles. Jetzt müssen wir da wieder ein bisschen auffüllen. Chimes in with this. Assuming aliens have their own holidays, jetzt müssen wir natürlich die Ärzteschaft aber ein bisschen auffüllen. Correspond to an orbit-based calendar. Do you think they decorate their homes? Ja, das sind jetzt diese Knackpunkte in diesen Krankenhäusern immer. Das ist natürlich, Ärzte weiterbilden musst, jetzt wieder einstellen musst dafür, genauso wie anderes Personal. Du musst natürlich jetzt Weiterbildungen machen, damit das Ganze auch von den Geistern nicht wieder zu sehr bevölkert wird. Du musst natürlich nebenbei auf die Dollars da unten schauen, weil sonst zu viel Personal. Das kostet natürlich auch wieder ein Haufen Geld.
die damals alle mal rausschmeißen, weil, also in den Listen, ein Clown haben wir auch noch da. Jetzt brauchen wir natürlich einen Endclowner auch wieder, gell? Jetzt wird's lustig. Zirkustherapie können wir uns hoffentlich noch leisten. Braucht auch wieder 4x4. Den können wir also auch gleich da rund wieder einbauen. Allerdings in eine Reihe weiter nach unten, da die mal so. Ein Deprimator brauchen wir genau. Die Kanone ist einfach, die muss einfach eine. Also ich finde das immer wieder lustig. Und Zirkuslichter natürlich auch. Genau, dann kann er mit der Kanone über die Zirkuslichter schießen. Einen Feuerlöscher, damit ja nichts passiert. Einen großen Heizkörper. Dann können wir das schon mal weiterlaufen lassen. Dann kann der dann nämlich auch schon loslegen wieder. So, jetzt dürfen wir aber eine Zeit lang aber mal nichts bauen, sage ich mal, weil sonst. Jetzt können wir nur eine Entwicklung vom DNS-Labor machen. Und da dann auch das entsprechend bauen. Und dann müssen wir jetzt mit Sicherheit abwarten, dass wir mal mit dem Geld wieder auf mindestens 100.000 kommen. Weil sonst. Sonst wird das alles nie, keinen guten Verlauf nehmen. Jetzt stellen wir mal da noch ein paar ein. Jetzt muss aber dann auch damit wieder mal beendet werden, weil. Das ist jetzt wirklich das volle Problem. Aber jetzt wird es schon langsam und wir hoffentlich dann aufwärts gehen. Wir haben noch einen Plus. Ich hoffe, das bleibt also. Weil das ist natürlich jetzt der Nachteil, wenn du natürlich so eine Weiterbildung machst, das ist natürlich da einiges an Leuten natürlich jetzt halt im. Hier ist es beinahe schon im Aufenthaltsraum sitzen, in der Schulung sitzt und sich da natürlich weiterbilden lässt. Und das muss natürlich jetzt auch machen, vor allem mit Ausdauertraining, mit Patientenbehandlung, mit diesen ganzen Sachen. Damit eben das, was wir jetzt gerade gehört haben, nicht passiert. Oh, oh, oh. Die müssen wir unbedingt. Maintenance Announcement. Toilets need routine servicing. Die werden wir jetzt gleich mal losschicken da und die müssen natürlich auch um. Wir wurden jetzt nicht upgraden, jetzt haben wir verklickt. For all the family, I guess. Come to Grockel Bay Zoo. And see stunt monkeys. Jetzt kommt natürlich wieder alles zusammen. Jetzt geht's. Jetzt haben wir wieder so einen Punktus, einen Knackus Punktus. Aber ich glaube, wir haben ja immer noch. Ja, wird jetzt dieses Upgrade gar nicht durchführen und alles. Das kann abbrechen auch wieder, dann kriegen wir das Geld wieder zurück. Schon, ja? Das soll ich eigentlich nur reparieren, das dauert mir schon lange. Das Upgrade haben wir leider jetzt keine Öcken übrig. Knete, keine Kohle, keine Penunzen. Das muss jetzt alles leider etwas warten. Was wir natürlich allerdings machen können, ist bei den Preisen, wenn wir jetzt generell alle mal so um 10% anheben. Das tut wahrscheinlich im Ruf nicht gerade gut. Hilft aber nichts. So, befördern. Nicht jetzt. Gangert ja sowieso nicht. Oh, jetzt gibt's wieder. Jetzt gibt's wieder ein paar Einschläge. Jetzt funktioniert das scheinbar auch, dass diese. Bei diesen Beförderungen, dass man nicht immer auf die Smileys komplett umschalten muss. So, jetzt kommt aber nach und nach, kommen auch unsere ganzen Sachen wieder. Das war natürlich klar. Maintenance needed in research.
Ja, vielleicht müssen wir ihn reparieren. Was ist denn los da? So, dann ran wieder an den Speck, also. Na, weil das zu viel wird. Das heißt, Schocktherapie müssen wir auf alle Fälle noch zweite ausbauen. Das war ja eigentlich ganz klar. Dazu fehlt uns aber im Moment das nötige Kleingeld. Was wird denn mit dem Pausenclown gemacht? Na schön, wenigstens der Galusch. Na, Weiterbildung werden wir jetzt fürs allernächste Mal zurückstellen. Ja, schau her. Wenigstens geht es mit dem Geld jetzt wieder aufwärts. Wie weit haben wir denn mit der Entwicklung des DNS-Labors fortgeschritten? 857. Die Patienten haben Flumpen. Flumpen. Das ist ja eine lustige Krankheit. Wir kennen alle Flumpen oder sowas. Flumpen kenne ich jetzt nicht. Die Frage ist immer wieder, das ist jetzt das Komische an dem Spiel. Was. Du kriegst Patienten ohne Ende. Du baust alles an Dingen. Die Kinder voll diagnostiziert werden und alle geheilt werden und dann stehen sie trotzdem so an und zeigen uns, wie viele Aufnahmezimmer sollst du denn da noch bauen? Das ist ja ein Irrsinn, hä? Wenn die alle da oben reinkommen, dann müssen sie jetzt zur Aufnahme weiterschicken. Dann müssen wir wieder alles komplett ummodeln und umbauen. Da war auch eine Tür, einer da hinten. Got Harrison Wolf on 2-Point Radio. What might aliens do for fun? Do they have fun? Do they worry about not having enough fun? Do they ask questions about other life forms and wonder if they too have fun? My hope is that the answer to all of those questions is yes. Except for the first one. I hope the answer to that is mal überlegen, wie wir das umbauen, aber das werden wir uns beim nächsten Mal jetzt anschauen. Ich hoffe, dass wir dann mit dem DNS-Labor mal weiterkommen und dann gucken wir da mal weiter. Wie weit haben wir denn jetzt mit den Forschungen? 952 geht. Das werden wir dann in den nächsten Folgen entwickelt haben und werden wir mal schauen, was wir da bauen und umbauen. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Sage euch bis dahin alles Liebe und Gute. Euer Maverick.